30 Jahre nach 89-90 und Helmut Kohls Lügen von den blühenden Landschaften haben die meisten in Ostdeutschland die Faxen dicke. Immer noch ungleiche Bezahlung, eine miese Infrastruktur, Landflucht, Abstiegsangst und Repräsentationskrise. Höcke und Co. sind sich über das widerständige Potenzial der Ostdeutschen sehr wohl im Klaren. Ähnlich wie die NPD Anfang der 2000er Jahre inszeniert sich die AfD in den ostdeutschen Landesverbänden als Kümmererpartei. Handwerker finden kaum noch Gesellen, doch an der Fachhochschule Dortmund kann man heute Flüchtlingshilfe studieren. Das nimmt kein gutes Ende. Wir sagen Ja zur Arbeit und Ja zu Deutschland. Kapitalismuskritik von rechts ist wieder en vogue und die Erzählung denkbar einfach. Zitat: Die neue deutsche soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist die Frage über die Verteilung unseres Volksvermögens von innen nach außen, so Höcke. Wir sind heute hier, weil wir die menschenfeindliche Politik der AfD ablehnen. Dem Rechtsdruck und dem rechten Vormarsch haben wir etwas entgegenzusetzen. Wir sind hier und wir sind laut, weil ihr uns nicht hört. Gerade im Angesicht sinkender Flüchtlingszahlen und geringerem medialen Interesse hängt der weitere Erfolg der selbsterklärten Alternative auch davon ab, ihre Gegnerschaft zum etablierten politischen System zu betonen und neue Themen zu besetzen. Die Energiewende gefährdet im großen Stil Arbeitsplätze. Das dürfen wir nicht vergessen. In Nordrhein-Westfalen besetzen Linksextreme seit Jahren den Hambacher Forst. Das ist die aufgehende Saat des neuen Sozialismus. Alle, die sich für Klimagerechtigkeit mit RWE angelegt haben, alle, die in Krankenhäusern, bei Amazon oder bei der Bahn gestreikt haben oder sich mit Miethaien wie Deutsche Wohnen und Co. auseinandergesetzt haben. Ihr alle wisst, die Rechten haben nicht eine einzige Antwort auf die drängenden Fragen unserer Zeit. Wagen mit Techno-Musik, mit Veranstaltern aus der Techno-Szene Thüringen hier auf die große Anti-AfD-Demo gebracht. Es gab einmal das Zusammenstehen-Bündnis und das Do-It-Yourself-Bündnis. Wir sind ein Stückchen am Anfang gemeinsam eine Route gelaufen, die Zusammenstehen vorneweg und Do-It-Yourself hinterher. Dann hat sich der Zug geteilt. Es hieß halt, wir nehmen die AfD in die Zange. Einige Demonstranten der Gegenseite haben eine Straßenbesetzung hier durchgeführt. Eine Blockade muss auch ziemlich brutal abgeräumt worden sein, also Pfefferspray, Knie in den Rücken und Arme verdreht, halt das übliche Programm, wenn die Polizei unbedingt was durchsetzen will. Dank der deutschen Ingenieurskunst in Form eines Wasserwerfers können wir jetzt also gleich weiter. Und jetzt geht's los. Und mit unseren Freundinnen und Genossinnen in Wismar, Plauen oder Chemnitz gegen die Rechten auf die Straße gehen, geht es nicht nur gegen Höcke und seinen neofaschistischen Flügel. Besonders heute, am 1. Mai, dem Internationalen ArbeiterInnen-Kampftag, machen wir eins ganz deutlich. Die soziale Frage kann nur von links beantwortet werden.